Hallo, ein neues Video von mir und zwar wird das ein Neuheiten-Video. Ich sage Neuheiten, weil die Sachen halt nicht alle gekauft sind, sondern ich habe auch ein paar zugeschickt bekommen, die ich euch gerne zeigen möchte und deswegen wäre die Bezeichnung Haul einfach Schwachsinn oder ja, nicht korrekt. Ja, fangen wir mal an. Vorab habe ich drei Sachen, die ich auf Kleiderkreisel verkaufe. Die sind halt zu schade, die hier rumliegen zu lassen oder so, weil die halt nicht gerade billig waren. Und ja, die biete ich dort an und möchte halt nochmal hier euch vielleicht sagen, vielleicht ja, sind welche, die mir auf Twitter und auf Facebook irgendwie nicht folgen. Und ja, deswegen zeige ich es mal ganz kurz und den Link von Kleiderkreisel unten packe ich dann natürlich rein. Da heißt sie auch Kleine Melle 81, aber packe ich natürlich alles in die Infos. Als erstes haben wir eine Barbour-Jacke. Ich weiß gar nicht, die sich da so ein bisschen auskennen, die wissen, was Barbour halt für eine Marke ist und so. Und es wäre halt so eine grün gesteppte. Ich habe die mir mal gekauft, weil ich diesen Stil in ganz kurzer Zeit gut fand. Und ich habe auch noch Schuhe, die auch dazu passen und dann wisst ihr halt, welchen Stil das ist. Aber ja, wie gesagt, die Jacke, die hat 150 Euro gekostet. Ich habe die nicht einmal angehabt. Ja, und würde halt gerne noch 70 Euro für haben. Aber wie gesagt, packe ich auf Kleiderkreisel. Das wäre die hier. Ist die Größe. Finde ich das jetzt so schnell? Ich meine 38. Größe 38. Wo finde ich das denn? Ach, hier unten. Ja, Größe 38. Ja. Mit so einem. Ich weiß gar nicht, was das für ein Kragen ist. So Kord oder so. Ja, wie gesagt, Fotos zeige ich dann nochmal auf dem Kleiderkreisel-Profil. Da könnt ihr nochmal gucken. Dann Schuhe. Sind halt Timberlands. Das sind halt die mit der dicken Sohle und mit dem dicken Rand. Es gibt auch noch andere Timberlands, die sind halt günstiger. Aber die waren halt auch 150 Euro. Schuhgröße ist das 36. Hab die vielleicht zweimal angehabt, weil, wie gesagt, das ist absolut nicht mein Stil. Ich weiß nicht, warum ich mir die damals gekauft habe. Man sieht auch an der Sohle, ja, unbenutzt. Weil ich laufe zwar nicht, aber trotzdem wird halt bei mir, werden die Schuhe auch abgenutzt. Ja, Timberland und neu 150 Euro. Und ich würde auch gern 70 Euro dafür haben. Natürlich gibt es auch den zweiten dazu. Und dann habe ich noch eine Handtasche. Ups. Und zwar ist das die hier, das ist eine Bulldogs. Nee, Quatsch. Cowboy Bag. Eine Cowboy Bag Handtasche, die hat halt hier einmal ein Fach. Dann hat die hier so ein großes Fach und dann kann man die halt so umklappen. So eine schwarze, echt Ledertasche mit so einem Riemen, den man verstellen kann. Und dafür würde ich gerne noch 50 Euro für haben. Wie gesagt, alles auf dem Kleiderkreisel Profil. Und ja, vielleicht ist jemand dabei, der da Interesse hat, dann würde ich mich freuen. Und jo. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar, wo fange ich denn an? Genau, war ich mit einer Freundin bei Kiko. Ich bin absolut eigentlich kein Kiko-Freund. Ich bin echt nur da mit meiner Freundin oder mit einem Freund. Aber ich selber fahre da nie allein hin, weil irgendwie reizt mich das nicht. Keine Ahnung. Und da habe ich mir so einen Self-Tanning-Applicator Schwammhandschuh geholt, weil ich habe von Caudalie ja dieses Selbstbräunungsding, das möchte ich dann damit mal machen. War irgendwie rund, also bei Kiko haben die gerade ganz viel 50% und das hat 1 Euro ungekostet. Ich bin mal gespannt, wie das damit funktioniert. Dann habe ich mir ein Water Eyeshadow geholt in schwarz, weil ich wollte gerne mal einen schönen schwarzen Lidschatten haben. Ich darf den nicht so kippen, der fällt sonst raus. Den habe ich heute auch drauf mit dem Long Lasting Stick Eyeshadow in so einem Taub, grau, bräunlich so. Den habe ich erst drauf gemalt, quasi als Eyeliner. Und darüber bin ich dann mit dem schwarzen
Gang, oben und unten und halt dann einfach nur die Wimpern getuscht. Ganz easy. Das habe ich mir geholt. Ah, genau, diese Long-Lasting Sticks, die sind auch runtergesetzt auf die Hälfte, ich glaube für 3 Euro ungefähr. Ja. Dann Klamotten. Habe ich mir, suche ich schon länger, eine Tarnmuster-Leggings. Ja. Jetzt habe ich gestern eine bei Colosseum gefunden. Und da muss ich natürlich an meine Nina denken. Ne? Ja, die habe ich mir geholt. Fand ich ganz okay. Bin mal gespannt, ob die auch, weil ich habe ja so dünne Beinchen, ob die bei mir auch wirklich eng ist. Jetzt, die ist noch klitschnass. Kommt gerade aus der Wäsche, die muss ich gleich in den Trockner schmeißen. Dann hoffe ich mal, dass die noch ein bisschen enger wird. Weil das sieht sonst echt kacke aus, wenn Leggings an Beinen schlapprig sind. Ja. Dann habe ich mir ein... Moment, nee, ich muss mal das System reinbringen hier. Habe ich, ich bin ja so ein Beanie-Fan, also hier diese Mützen-Fans. Ja, ich setze die Beanies auch im Sommer auf. Das hat nichts mit der Jahreszeit zu tun, das ist jetzt gerade ein Insider. Aber egal, weil, ne? Ja, bei Primark haben sie gerade Beanies in Knallgelb und in Knallpink. Ich habe mir die Knallgelbe geholt, weil eigentlich habe ich mir eine Knallpinke über Kleiderkreisel geschossen, die jetzt nach 3 Wochen immer noch nicht da ist. Und ich habe echt eine kleine Krawatte. Ja, also die habe ich mir gekauft, hatte ich aber noch nicht auf, weil die sitzt irgendwie so komisch, wie so eine Schlumpfmütze. Ganz merkwürdig. Und dann habe ich mir in Dortmund, wo ich da war, weil ich war vor 3 Wochen in Dortmund auf der Tattoo-Convention, da habe ich mir auch das neue Tattoo hier gemacht, die Schleife. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die habe ich mir da gemacht und dann habe ich da in der Stadt mir auch noch eine Beanie geholt. Und das ist halt so eine ganz dünne, schlabbrige und ja, die fand ich auch ganz cool. Die trage ich mir auch sehr, sehr gerne. In so lila. Lila meliert. Sehr, sehr cool. Und dann habe ich mir bei Primark ein Pullover gekauft, den ich so süß fand. Jo. Ein Disney-Pulli. Mit ganz vielen Minimäusen drauf. Alle süße Minimäuse. Ja, den habe ich mir geholt. Fand ich so süß, der musste unbedingt mit. Jo. Das wären jetzt so die gekauften Sachen. Ja. Und jetzt kommen halt so die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Und wovon ich aber wirklich begeistert bin. Das wären einmal, ich habe die auch noch gar nicht vorgestellt. Ich habe einen Blogpost darüber gemacht. Und zwar, ich glaube, weil die hat irgendwie, haben einige zugeschickt bekommen. Es geht um diese Astor Soft Sensation Lip Color Butter. Es gibt da halt diese Revlon Lip Butter, die ich echt total gar nicht gut finde. Absolut nicht. Und ich habe halt 3 Farben von Astor bekommen. Und meine liebste Farbe, warte mal, welche sind da am abgenudelsten? Ich glaube, die hier, oder? Hä? Die habe ich doch. Ja. Ich glaube, das ist meine Lieblingsfarbe. Die habe ich immer dabei und die schmiere ich immer drauf, weil, ja. Ist halt so ein Alltagston, den ich immer tragen kann. Den hatte ich auch schon drauf. Der ist auch sehr schön auffällig. Es gibt auch noch ein cooles Rot. Also im Laden habe ich mir die alle noch gar nicht angeguckt, weil die sind immer meistens immer ein bisschen oben und da komme ich halt nicht ran. Und ja, ist halt so ein bisschen doof. Aber die kann ich sehr, sehr empfehlen. Kosten, glaube ich, 6, 7 Euro. Und Rossmann zum Beispiel hat ja immer mal so Aktionen mit 20% und dann lohnt sich das noch mehr, aber die sind so super pflegend, halten lange auf den... Jetzt habe ich meinen Lippenstift verschmiert. Halten lange auf den Lippen. Wie gesagt, pflegen sehr gut. Und die Revlon Lip Butters, die fand ich so ganz komisch auf den Lippen von der Konsistenz her. Mochte ich gar nicht. Ja, aber die kann ich wirklich empfehlen. Das ist einmal die Farbe... Unguilty Pleasure Nummer 012, dann die 008 Hug Me und 011 Feeling Feline. Ja, also sehr, sehr cool. Dann habe ich vom Playboy wieder was zugeschickt bekommen. Ich bekomme
immer so die neuen Düfte. Ich habe ja schon zwei. Und damals, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her war, wenn ich da mal dran gerochen habe, dann fand ich die irgendwie gar nicht so toll. Und die neuen Sachen jetzt, die so rauskommen, die mag ich total gerne vom Geruch her. Die sind zwar auch wieder jünger, aber trotzdem kann eine Frau im reiferen Alter wie ich mit 32, ich bin jetzt am Wochenende 32 geworden, kann die trotzdem tragen. Das war, also der erste, den ich bekommen habe, das war dieser goldene. Ich glaube, das ist der Playboy VIP. Und der riecht halt süßlich, aber so ein bisschen elegant, finde ich, dieser goldene. Das war der hier. Danach kam der hier, das war der Play Sexy. Und der ist auch wieder süßlich, aber ja, wie soll man es beschreiben? Und die riechen echt intensiv, deswegen brauche ich nicht sprühen, ich brauche nur meine Rüssel da dran halten. Also süßlich, aber trotzdem noch ja, weiblich. Mehr so für Jüngere, aber trotzdem, bei mir entfaltet der sich dann doch wieder anders. Also ich mag den auch sehr, sehr gerne. Und der neueste Duft, den ich zugeschickt bekommen habe, ist der Super Playboy. Das ist der hier. Der sieht dann halt so aus. Hat auch dieses... Ja, die Schleife ist ein bisschen anders, aber die Färbung von der Flüssigkeit ist anders. Und der ist nicht so süß, sondern mehr fruchtig. Also der ist halt so ein typischer Sommerduft, finde. Der hat mit irgendwas Ähnlichkeit. Also der ist halt nicht so extrem süßlich wie die anderen beiden. Mehr fruchtig. Und es ist halt total sommerlich angepasst, finde ich. Und den mag ich auch sehr gerne. Ja, oh, jetzt habe ich gerade zu tief angeatmet. Ja, den mal. Oh. Also den finde ich bis jetzt, also zu der Jahreszeit, am besten. Ja. Ja. Und dazu gab es dann noch das passende Deo, aber ich bin kein Sprühdeo-Mensch. Außer ich allein ins Bad nach dem Geschäft. Aber. Dafür ist es zu schade. Ja, also das riecht halt auch so ähnlich wie das, aber Deo und Parfüm kann man ja immer nicht miteinander vergleichen. Und dann gab es noch ein Duschgel. Super Playboy Creamy and Delicious. Ich muss mal aufpassen, dass das nicht rausgespritzt kommt. Und das riecht aber, finde ich, ganz anders als das Parfüm. Ja. Das gab es noch. Und dann gab es noch ein Deo für den Mann, aber das hat mein Mann sich gleich unter den Nagel gerissen. Ich konnte gar nicht so schnell dran schnuppern, wie er das dann gekrallt hat. Aber das riecht auch richtig, richtig gut. Ja, also das wären jetzt so die Playboy-Sachen. Wie gesagt, schnuppert mal da dran. Also wenn ihr die Preise wissen wollt, mal gucken. Eau de Toilette. Kostet 11,90 € 50 ml. Duschgel 2,39 € und das Deo-Spray 3,39 €. Das wären jetzt so meine Sachen, die neu bei mir eingezogen sind. Und ja, dann hoffe ich mal, ihr hattet Spaß in der Backen oder auch sonst wo. Und wie gesagt, den Kleiderkreisel-Link, den packe ich euch unten mal rein. Da könnt ihr mal gerne gucken. Ich packe dort auch immer mal Kosmetik rein. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal.